So, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere. Heute mit dem nächsten Spiel. Spieltag Nummer 18 steht heute an mit dem Spiel gegen die Grasshoppers. Ein Heimspiel. Okay. Ja, guck mal, wie es funktioniert, wie es läuft. Also, manchmal brauchen wir jetzt groß nichts zu ändern. Leider haben wir ein paar Verletzte, aber ich denke, das kriegen wir schon kompensiert. Ui, der ist sogar drin. Ui, egal. Auf geht's! Dieser 18. Spieltag steht heute an. Ein Heimspiel gegen Grasshoppers. Dann haben wir quasi Winterpause. Also letzter Spieltag der Hinrunde. So. Stocker. Ja, die Flanke ist nicht ohne. Und auch die Vorlage war nicht schlecht. Wenn er da eine Sekunde eher drankommt, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ah, ne. Martinez! Erste Chance für den FC Basel. Lang. Die Flanke kommt, aber nicht durch. Schade. So. Gut abgelaufen da und jetzt geht's weiter. Ah, schade. Ja, probiert's jetzt mal. Mal gucken, ob wir über die Außenbahn durchkommen. Goretzka! Und Martinez aber der scheiterte Armverteidiger, der den Ball noch ablocken kann. Hat ihn, jawohl. Gut gemacht, gut gelöst, gut verteidigt. Ja, wieder nicht. Jawohl, ja, Stocker. Gut gemacht. Die Lösung da. Und jetzt gucken wir, ob wir es durchkriegen. Goretzka! Und das ist das 1-0. Nee, ist es nicht. Der Ball ist nicht im Tor. Doppelchance Martinez. Hier verteidigt der Keeper und dann legt er den Ball vorbei, statt ihn einfach nur reinzuschieben ins Tor. Basel hat die Chancen und macht das momentan erstmal nicht. Ja, Chancenverwertung und alles drum und dran ist die Saison ein großes Problem. Und jetzt versucht es nochmal DGC. Achtung! Und hier steht 0-1. Und das ist halt irgendwo typisch. Da lässt sich der Verteidiger abkochen. Hier der Ball. Ja, leider nichts zu machen. Sommer klatscht den Ball genau in die Mitte ab und plötzlich steht der Stürmer da. Und macht das 0-2-1 nach 30 Minuten. Der Meister liegt zurück. Lang. Ah, die Flanke kommt. Ja, abgeblockt. Schade.
So. Jetzt müssen wir mal vorne zu hauen. Tierney, guter Ball. Na, den kriegen wir nicht durch, schade. Oh, oh, Ball könnte gefährlich werden. Und sieht so aus, als würde der FC Basel. Die letzten Jahre gab es übrigens gegen GC und jetzt auch in diesem Spiel hier eine Niederlage kassieren. Pausestand 0:1 hier. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Schwierigkeiten gerade, dass wir da nochmal kurz die Halle erzählen, der ersten Halbzeit und weiter geht's mit Spiel Nummer, mit der Halbzeit Nummer 2. Ja. Basel muss ein bisschen was tun. Die einzige Chance, die GC hatte, haben sie dann auch irgendwo eiskalt genutzt, haben sie gesagt, guck mal Basel, so kann man das auch machen. Und der Ball geklärt, beziehungsweise dem Torwart in die Arme, ja. Martinez, yes! 1:1. Na, endlich kommen sie mal durch. Na, endlich kommen sie mal durch. Der Ausgleich ist hier passiert. Und jetzt hoffen wir mal, dass der FC Basel was machen kann. Martinez, ja, ja, gute Idee schon. Ah, der wird hier weggeblockt. Schade, das wäre doch mal gefährlich geworden. Okay, der war nicht gut. Der Torschütze geht raus, Hein kommt jetzt geht raus und Jeffren kommt jetzt noch in die Mannschaft bei den GC. Basel hat momentan noch keinen Bedarf zu wechseln. Es läuft ja eigentlich, wie gesagt, außer wenn man die Tore nicht macht. Und man probiert es weiterhin. Ja, es ist jetzt gerade noch keiner mitgegangen und jetzt riecht er noch. Schöner Ball, Stocker! Stocker! Schade. Der war gut. Der war nicht ohne, aber gut geahnt vom Keeper da. Lang vielleicht nochmal mit einer anderen Variante. Probiert jetzt mal mit einem Ball lang in den Strafraum. Irgendwie kriegt GC gerade den Ball nicht weg und jetzt haben sie es erstmal geklärt.
Es könnte Ecke geben. Ne, sagt er auch. Gibt Sturm. Gibt leider Abstoß. Stocker geht jetzt runter. Mazzami, neue Mannschaft. Basel versucht jetzt hier nochmal weiterzumachen. Nochmal einen Schritt zu machen, um hier den, um zumindest hier noch, ja, zu gewinnen. Aber sie kriegen es gerade momentan nicht hin. Sie merken gerade, dass sie echt Schwierigkeiten haben, wieder mal gegen den Gegner. Ja, ja. Jetzt vielleicht doch mal. Ja, gut. Der Ball ist nicht schlecht. Mazzambi. Und jetzt geht an euch. Martinez! Martinez! 2-1. Die Lebensversicherung. Na, endlich haben sie mal richtig gut durch nach vorne gespielt. Und endlich drehen sie die Partie. Lautaro Martinez, 10. Saisontor am 18. Spiel. Ja, gut abgelaufen. Mazzami, der richtig betrieben hat. Mazzami. Ah, schade. Gute Idee. Der ja das Tor vorbereitet hat. Flanke kommt. Hui. Abschluss kommt, aber wie gesagt, scheint wohl, das war sie doch irgendwie doch ihre Schwierigkeiten. Ah, und das verhindert doch der Schiedsrichter. Ja, nicht gut verteidigt von GC. Jetzt diesmal. Diesmal wieder der FC Basel über El-Younoussi. El-Younoussi wieder. Und er sagt, ne, gar nichts. Überhaupt nichts. Faires Spiel, faires Ding. Kein Foul. Oh, gut aufgepasst. Der war äußerst wichtig, weil dieser Ball sonst... Nein. Bisschen zu voreilig gemacht. Und das war's. Ja, das war's. Ein schweres Spiel ändert Fernand mit dem 2-1 Heimsieg für den FC Basel. Aber so Spiele muss es auch mal geben, oder kann es auch mal geben, ne?
Ja, das nächste Spiel ist das letzte Champions League-Spiel gegen Manchester City. In der Gruppenphase. Basel ist ja als Gruppensieger durch. Und das heißt, wir sehen uns morgen schon wieder bei Let's Play FIFA 18. Und bis dahin und auf Wiedersehen.